Willkommen zurück zu SimCity Builded. Ich habe hier wieder ein bisschen umgebaut, aufgeräumt. Ich habe jetzt leider ein paar weniger Bewohner. Ich wollte es einfach mal machen, um für die Zukunft ein bisschen besser aufgestellt zu sein. Hier habe ich die Parks ein bisschen umgebaut. Bei der Landschaft her, ich habe hier noch ein paar Seen drinne stehen. Ich habe noch ein paar Unibrücken hier aufgebaut, damit ich ein bisschen mehr Bewohner bekomme. Bildung ist irgendwie mir ein Dorn im Auge. Ich habe hier noch was vorbereitet und hier. Also ich habe da Platz gelassen fürs nächste Mal. Transportmittel gefallen mir eigentlich am besten. Bedecken schön viel und brauchen auch nicht besonders viel Platz. Beim Strand, das hatte ich in der letzten Folge schon so, hab's aber nicht erklärt. Hier habe ich überall die Surferstrände gemacht. Und zwar so, dass sie immer zwei Häuserreihen bedecken. Ist ein bisschen effizienter als nur eins. Hier habe ich auch ein bisschen auf Vorrat gebaut, sage ich mal. Dasselbe auch dann beim Berg. Hier oben habe ich das genauso gemacht, nur halt mit den gemütlichen Hütten. Beide kosten halt nur Simoleons, deshalb habe ich jetzt so wenig Geld. Was Unterhaltung angeht, bin ich eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Es könnte besser sein. Die Hotels sind eigentlich ziemlich gut. Hier werde ich dann noch weitere natürlich bauen müssen. Aber dafür fehlen mir halt die goldenen Schlüssel. Was ich mit den goldenen Schlüsseln gemacht habe, nun ja, ich habe mir damit ein Luxus-Casino gekauft, hier. Ganze 26.000 Bewohner bringt mir das ein. Hat 10 goldene Schlüssel gekostet. Hier werde ich noch eins hinbauen und hier auch noch eins. Aber ich habe eher vor, hier den Luxus-Casino-Turm zu bauen. Kostet 2 goldene Schlüssel mehr, aber hat 10% mehr Bewohner. Also lohnt sich schon einiges. Dann hätte ich hier auch so ein paar Randgebäude, die dann auf 100% wären, das wäre schon einiges. Bringt natürlich ein bisschen weniger als hier, wo die richtige Großstadt aufgebaut ist. Aber egal. So, wir haben hier einen zusätzlichen Pass, Arabische Nächte. Und ich habe schon gleich ein paar Aufgaben. Zum Beispiel erstmal hier Simoleons verdienen. So, da haben wir schon mal 15.000. Sammeln wir hier mal die beiden Schildkröten-Markenteile ein. Hier ist bestimmt auch noch was drin. Ja, 3x Maiskolben kann man gleich verkaufen. So, das verkaufen wir dann mal. 3 Stück. Ja, ich habe gerade ein bisschen viel Plastik. Müsste ich auch noch verkaufen oder für irgendwas verwenden. So, wir haben es noch gar nicht geschafft, okay. 10.000 fehlen noch. Wir gucken mal bei Heinz vorbei. Vielleicht hat er noch irgendwas Wertvolles zum Verkaufen. So. Oh, der hat einiges. Einiges, was ich verkaufen kann. Noch ein Geschenk für uns. 2x Glas kann ich nicht wirklich gebrauchen. So, da sind wir wieder. Verkaufen die mal. Ich hatte noch davor ein bisschen was hergestellt, also hier das Gras und die Backsteine. Einfach so, um ein bisschen was zu haben, um Geld zu verdienen halt. So, das wird jetzt hier schön verkauft. Ich glaube, das sollte schon reichen. Ja, jetzt haben wir schon 20 Punkte.
Und im Pass haben wir noch was freigeschaltet. Okay, was ist das? Grüner Weg. Bereich 12x12, 16%. Wir gucken uns das mal an, aber ich glaube nicht, dass ich das machen werde. So, danach Katastrophen gegen das Monster, nehme ich jetzt schon mal an. Bürgermeisterpass. Trödelladen habe ich auch nicht gebaut. Ich habe generell sehr wenig gebaut hier. Ach, das war bei, hier bei Parks. Ja, ich habe auch eine Menge wieder eingesammelt. Wie ihr seht, war das nicht bei Parks? Ich finde es nicht mehr. Ah, hier grüner Weg. Ja, bringt nicht wirklich viel. Ist nur sehr wenig, 16%. Ich werde es wahrscheinlich. Nee, ich werde es einfach nicht bauen. Kann man das verkaufen? Man kann es verkaufen. Keine Rückerstattung. Okay, dann behalte ich es einfach mal. Wenn es keine Rückerstattung gibt, gibt es hiervon eine Rückerstattung? Auch keine. Gut, dann speichern wir das einfach für die Ewigkeit. So, dann haben wir hier noch Katastrophen gegen das Monster. Das meiste konnte ich mir wieder kaufen. Und ja, also hier im Shop konnte ich mir das meiste kaufen. Werden wir danach wahrscheinlich auch noch tun. Und ich sehe wieder, wir haben nicht genug Energie. Das heißt, danach werde ich wieder einen Cut machen müssen. Und los. Disco Twister. 600 Punkte. Jetzt haben wir noch eine Kiste. Mal sehen, was wir bekommen. 1000 wieder von den Kriegssimoleons. Damit können wir uns wieder hier einiges zusammenkaufen. Zum Beispiel eins davon erstmal. Davon werden wir beim nächsten Angriff noch eins brauchen. Ich könnte mir auch noch eine Attacke kaufen. Aber würde ich erstmal nicht machen. Ich habe nämlich vor, hier bei Polizei Maxis Herrenhaus zu bauen. Ich habe das schon eine Weile freigeschaltet, seit 6 Level. Und ich habe einfach nicht genug Simcash dafür. Theoretisch müsste ich das, glaube ich, hier, ja, hier platzieren. Und dann hätte ich all diesen Bereich bedeckt mit diesem einen Gebäude statt dem großen Polizeirevier und Feuerwehrwache und Krankenhaus. Das ist ein bisschen Platzverschwendung. Deshalb spare ich jetzt darauf und warte, bis ich genug habe. So, jetzt müssten wir hier nochmal angreifen. Aber kann ich nicht, weil ich nicht genug Energie habe. Ja, da muss ich jetzt wohl so lange warten. Ja, ich mache jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns danach wieder. Tschüss. So, Leute, da bin ich wieder. Wir sind hier gerade im Ladebildschirm. Es liegt daran, dass ich momentan irgendwie Probleme habe, in SimCity Builder aufzunehmen. Und hier im Ladebildschirm klappt das dann irgendwie. Also, ihr seht, wir sind jetzt hier gerade im Ladebildschirm. Es ist eine Stunde etwa vergangen. Das heißt, wir haben jetzt genug Energie, um das Monster nochmal anzugreifen und die Aufgabe zu beenden. So, da sind wir in SimCity Builder. Dann gucken wir nochmal kurz hier rein. Ja, davon kaufen wir nochmal eins.
Dann können wir das nächste Mal auch schon angreifen. So, dann. Zweiter Angriff. So, die Silberkiste. Okay. Wir haben gerade irgendwie noch was freigeschaltet. Ein Angriff. 5 goldene Schlüssel. Okay. Da wollte ich gerade das Spiel ein bisschen drehen und dann bin ich auf den Aufnahmeknopf gekommen. So, jetzt haben wir die Aufgabe geschafft. Wir haben 40 Punkte bekommen. Das heißt, wir haben jetzt hier beim Pass was freigeschaltet. 5000 Simoleons. Katastrophe auslösen, weiß ich nicht. Können wir das? Ich glaube, wir haben nicht genug Sachen. Ja, da fehlt noch was. Ja. Reicht nicht. Aber hier haben wir scheinbar noch was freigeschaltet. Wir haben einen neuen Rang erreicht. Ich weiß nicht, was das bringt. Okay. Wir haben scheinbar irgendwas freigeschaltet. Ich weiß nur nicht, was. Ich habe irgendwie gerade 2 Karten von dem Disco-Twister, glaube ich, bekommen. Oder? Nee, hier, Tornado. 2 von 5. Okay. So, wie ihr seht, ich habe hier noch was hergestellt. Oh, jetzt können wir auch noch mal bei einer Katastrophe auslösen. Vorher will ich aber hier noch die Lieferung nach Paris abschließen. Ich habe das hier nämlich vorbereitet, muss ich nur noch kurz das hier einsammeln. Die anderen Sachen werden noch hergestellt hier, also haben wir das schon geschafft. So, starten wir das Flugzeug. Lieferung nach Paris abgeschlossen. Und dann machen wir nochmal die Katastrophe auslösen. Frostfjordgebiete habe ich noch nicht geguckt. Wohngebäude weiß ich auch nicht. So, was können wir denn machen? Ja, Meteoriten können wir. 3 goldene Schlüssel, 4 Schäden. Das können wir auch machen. Das nicht und das auch nicht. Okay. Erdbeben 3 oder Meteoriten 3. Ich denke mal, Meteoriten haben wir noch nicht so oft gemacht. Bringt aber nur einen Punkt. So, noch ein paar Screenshots aufnehmen, damit ich irgendwas für die Folge habe. Muss man ein bisschen warten. Komm schon. Ja. Haben wir einiges zerstört. 4 Gebäude. So, das können wir noch nicht machen. Da müssen wir einfach nur was einsammeln. Das ist auch relativ leicht. Ja. Okay, ich glaube, ich könnte das sogar noch in dieser Folge schaffen. Einfach ein bisschen was herstellen. So, sammeln wir das ein. Wir haben noch was freigeschaltet. Hier im Pass. Goldene Schlüssel. 5 Stück. Wisst ihr, was das heißt? Wir gönnen uns jetzt mal ein Casino-Turm. Glücksspiel. So, was haben wir denn hier? Luxus-Casino. Nee, lieber den
Luxus-Casino-Turm. Oh ja, das bringt was. Aber vorher noch, hier unten bringt der Luxus-Casino-Turm ein bisschen mehr. Deshalb packe ich das jetzt mal nach oben. Und, oh, das schnellt ganz schön in die Höhe. 12 goldene Schlüssel, easy. Sin City. Oh, Stufe 2 schon. Stimmt ja, beim letzten Mal habe ich da auch schon eins bekommen. 40 Wohngebiete, Glücksspiele anbieten. Ja, 10 Simcash in der Tasche. Wuturm Stufe 10. Das wäre natürlich auch noch was. Jetzt haben wir keine goldenen Schlüssel mehr. Aber ich würde sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Simoleons verdienen 18.000. Schon natürlich eine Menge. So, Katastrophengebiete. Dann versuchen wir mal. Okay, da bräuchten wir eingelegten Fisch und Gras. Für Gras brauchen wir einfach nur das. Das kann ich direkt auf Vorrat bauen, gut. Dann gehen wir mal kurz rüber zum Frostfjord. Holen uns da die eingelegten Fische ab, die ich noch hergestellt habe, aber nicht eingesammelt habe. Hier. Noch ein Fisch dazu. Stellen wir gleich eins mehr her. Gehen zurück. So, was fehlt denn hier noch? Okay, ein Nagel und Gemüse bzw. Früchte. Gemüse-Smoothie. Und Gemüse. Wir haben keine Samen mehr. Da sind trotzdem noch ein paar. Die wir dann einsetzen können. Also ich glaube, ich mache das hier erstmal. Dann müssen wir noch einmal Nägel herstellen. Und ja, einmal Gemüse war es ja. Und dann hier noch einen Hut. Dafür brauchen wir Stoff und ein Maßband. Ein Stück Stoff haben wir hier schon. Durch die Werbung, die ich mir angeguckt habe. So, ein Hut. Jetzt brauchen wir noch einmal Metall. Gemüsesmoothie oder Früchte. Obst und Beeren ist das ja. Ja, das verbraucht halt jetzt meine ganzen Samen. Aber das hier verbraucht halt noch mehr. Deshalb würde ich sagen, machen wir das erstmal. Dann muss ich nach der Folge noch einmal Schösslinge herstellen. Und hier stelle ich nochmal Schaufel her. So, mal gucken. Ja, hier fehlt dann noch ein Nagel. Warte, ich brauche 1, 2 Nägel. 2 Nägel. Ich habe nur einen. Stellen wir mal ein bisschen Metall her. Machen das danach. Also ein Nagel brauchen wir. Erstmal nein und nein. So, Katastrophengebiete aufbauen. 3 Stück. So, das habe ich ja schon hergestellt. Dann das hier noch. Jetzt haben wir schon 2 Stück. Jetzt warten wir noch kurz hier. Oh, das habe ich noch gar nicht erwähnt hier. Habe ich die Tokyo Town Gebiete noch hinzugefügt, damit ich 3 Stück habe.
passt dann ziemlich gut zu den anderen beiden Arten der Gebäude. Die Satira, glaube ich, waren das. Nee, Sakura Parks. Die habe ich auch erstmal wieder eingepackt. Ich habe davon ja schon zwei gebaut. Hier. Die Sakura Parks. Ich werde die dann, sobald wir so einen einheitlichen Viertel bauen, also London, nee, Paris, London und Tokio Gebiete bauen, dann werde ich auch wieder hinzufügen. So, dann machen wir hier noch einmal Nägel. Und zweimal Metall brauchen wir. Können gleich noch mehr herstellen. Machen das hier. Und da fehlt uns dann noch einiges. Jedenfalls haben wir jetzt schon einige Punkte gesammelt. Einige. 5350. Stufe 7 erreicht, keine Belohnung, deshalb interessiert mich nicht. Ja, also die Folge wäre jetzt schon vorbei. Ja, das könnte ich schon noch machen. Also, ja, wir brauchen Metall. Ja, okay, dann würde ich sagen, wir warten noch kurz. Das machen wir noch. Jetzt brauchen wir noch ein zweites Gebäude. Außer das hier halt. Brett-Gemüse-Smoothie. Oh, das sieht ziemlich gut aus. Donuts. Dann bräuchte ich noch einmal Mehl. Oh, und wir haben natürlich kein Gewürz. Okay, das können wir dann nicht machen. Ja, wobei, wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Ja, wir machen es einfach. So, ein Maßband. Dann brauchen wir noch ein Metall für die Kochutensilien. Dann akzeptieren wir das hier. Wohngebäude ausbauen. Machen das und das hier auch. Das mache ich dann einfach nach der Folge wieder korrekt, dass ich von allem zwei habe. Noch mehr Punkte. Okay, Katastrophen auslösen und Katastrophengebiete neu aufbauen. Kann ich leider nicht, weil ich erstmal wieder das aufbauen muss, was ich hier habe. Das da fehlt noch ein bisschen. Zweimal Metall, das habe ich nicht. Deshalb würde ich sagen, ich beende hier die Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.